Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Gerade eben mein Autoradio, das neue gemacht. Jetzt kommt... Niemand spielt das. Oh, fuck. Und größer. Es ist wirklich etwas schwerer, ich mach mal so, dass ihr seht, von Magnat. Habe ich zur Verfügung gestellt bekommen für diese Videos, so wie für Yamaha. Okay, das ist ein Test-Blogger-Muster. Das heißt, ich habe das halt eine Weile und dann nicht mehr. Yamaha habe ich ja auch schon getestet. Da werde ich jetzt auch noch ein Video machen. Weil ich habe jetzt, bin jetzt vorige Woche nicht dazu gekommen. Ich habe da einfach mal Ruhe gemacht. Auch ein geiles System. Aber das habe ich gesehen. Und da wurde ich dann auch gefragt, ob ich das mal zeigen will oder so. Habe ich gesagt, ja klar, gerne. Das hat jetzt zwei Lautsprecher und einen Kasten, wo die Musik drin geht. Also Stereo. Aber die sollen ordentlich Bums haben, sollen richtig geilen Klang haben. Und das ist halt für meine Frau vielleicht sehr interessant, weil die mag das nicht mit Soundbar und hier eine Box, da eine Box. Die will halt... wie ein altes Radiosystem, ja, links, rechts eine Box und dann in den Kasten, wo sie bedienen kann. Ah, hier eine Fernbedienung ist mit bei. Optik 1, Optik 2, USB, BT, Line-In 1-2. Dann haben wir einen Schraubenzieher mit bei, einen Kreuzschlitz und zwei Batterien für die Fernbedienung. Dann haben wir das Heft dazu. Ja. Für 55 und für 33 sind die gleichen Systeme, bloß den hat halt mehr Power. Denke ich mal. Dann haben wir hier zweimal Strom. Das ist für die Boxen. Weil die Boxen werden ohne Kabel gemacht. Ihr habt halt nur zwei Stromstecker für die Boxen. Und das andere passiert dann alles über Bluetooth. Dann haben wir hier noch einen Kasten. Da werden wir uns nachher angucken, was da drin ist. So, hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Dann haben wir einmal Lautsprecherbox. Hier, also Verhüllung. Scheiße, wie kriegen wir das jetzt raus? Moment, ich muss mal Etage tiefer stellen. Oh, die haben aber ganz schön... Es sind nur noch die Boxen drin und die haben ganz schön Gewicht. Ah, hier. Es ist halt schon gut, dass man so eine Sache testen kann. Bloß blöd meistens, dass man sie wieder zurückschicken muss. Ui, in weiß. Edel. Sehr, sehr edel.
Also die gibt es in weiß und in schwarz. Achso, hier unten ist noch zugeklebt. Zur Post zurückzubringen, das wird ein Akt. Oh, wartet mal, ich muss mal das Ballett hier weiter wegstellen. Oh, die haben wirklich ein kräftiges Eigengewicht. Und ich glaube, ich habe keine Waage, wo ich das wiegen kann, weil meine Küchenwaage geht nur bis 1 Kilo oder sowas, 2 Kilo. Und das sind gefühlt mehr, viel mehr. Die Verarbeitung so im ersten Augenblick sieht echt geil aus. Wir haben hier eine schöne weiße Gehäuse. Ich finde auch das Metall hier. Hier haben wir den kleinen, hier haben wir den großen, die Schrauben und so. Also ich finde das so eigentlich so ja ein Stück schöner. Kann ich jetzt aber nicht ständig machen wie meinen Katzen. Also ich werde es dann auch so machen, dass das dann hier... Also ihr habt hier auch nur Magneten. Ne? Also ihr habt hier keine Ausbuchtung oder irgendwas, wo der dran kommt. Ihr macht das einfach ran und fertig ist. Machen wir beim anderen auch mal. So. So. Sieht doch so schon mal echt cool aus. Jetzt werde ich euch mal eine Box davon umdrehen, dass wir uns erstmal die Rückseite angucken. So, hier habt ihr dann praktisch den Subwoofer-Ausgang, weil die haben praktisch normale Boxen drin und gleich einen Subwoofer mit. Dann haben wir, ich werde mal zoomen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Deswegen sind die auch so schwer. Und dann habt ihr hier hinten einmal Power, hier kommt der Strom dann rein. Und hier haben wir dann Zone Select. Hier können wir dB, minus 2, 0 und plus 2 einstellen. Bass, minus 2, 0 und plus 2. Und dann können wir hier praktisch links, rechts, Mono einstellen. Zeige ich euch beim anderen halt auch mal. Also ihr müsst da jetzt nicht darauf achten, dass einer jetzt ein linker oder ein rechter Lautsprecher ist. Die Einstellung habt ihr jetzt bei beiden. So. Und dann... Könnt ihr die einfach hinstellen, wo ihr sie hinhaben wollt. Ich mach mal so, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Da ist genau das gleiche wie hier. So. Zoomen wir noch ein Stück raus. So. Dann könnt ihr sie hinstellen, wo ihr sie wollt. Und dann sagt er, der steht jetzt auf der linken Seite, der ist jetzt schon auf links oben. Der kommt nach rechts, der ist auch schon auf rechts. Na, siehst du. Und dann könnt ihr auch Mono anmachen. Und hier auch Mono anmachen, dann kommt Mono das gleiche. Aber das ist ja totaler Schwachsinn, Mono. Wer hat denn heutzutage noch Mono? Und dann halt anmachen und ausmachen könnt ihr sie. Und dafür sind dann halt die Stromkabel da. Und der Rest wird dann alles drahtlos geschehen. Da zeige ich euch auch gleich den Kasten. Erstmal wieder umdrehen. Also optisch auf jeden Fall ein Hingucker. Also sehen sehr schön aus. Wobei ich sie optisch so vielleicht noch ein Stück schöner finde. Ihr seht es jetzt halt echt schlecht. Aber das Metall und das glatte Weiße, so zum Beispiel da beim Ring, hier oben auch die Magnatprägung, ja, das sieht echt richtig, richtig geil aus. Weil das Auge, wie man so schön sagt, ist ja mit. Und das ist dann für die Fernbedienung, denke ich mal, oder da wird vielleicht was angezeigt. Das werden wir ja sehen, wenn wir sie anhaben. Das werde ich dann nachher machen. Dann haben wir hier dann noch den kleinen Kasten mit Kabelei. Gucken wir uns erstmal den Kasten an. Damit jetzt, normalerweise mache ich immer die Kabel zuerst, aber ich bin jetzt einfach mal ganz, ganz neugierig und heiß darauf. So, dann haben wir hier so einen ganz kleinen, unscheinbaren Kasten. Ja, mit Standfüßen. Auch Gummi. Also rutschfest. Dann haben wir ein Bluetooth-Symbol hinten, das sieht dann so aus. Ob man da dann irgendwie eine Vorrichtung hat, was man das vielleicht drin machen kann, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. BT-Pair, also da kann man die dann, glaube ich, abstimmen, wenn wir ja dann sehen. Und dann haben wir hier hinten F1, F2, F3.
USB, Optical 1, Optical 2, Line in 1 und dafür dann halt rechts, links. Und Line in 2, das ist ein Klinkeanschluss und dann halt Strom. So sieht das dann aus. Ich mach mal so, dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Können wir auch gleich draußen lassen, den Kasten. Dann ein kleines Salzbeutelchen für die Feuchtigkeit. Wir haben einen optischen Kabel mit bei, den werde ich nicht nutzen, weil der ist auch schön lang und dick. Also das ist wirklich ein guter, den sie mitgeliefert haben. Ich kenne es von meinem Headset, also von meinem alten, von meinem Triton-Headset. Das war so ein ganz dünnes, fitzliges optisches Kabel. Das ist ruckzuck durch oder kaputt. Und viele sparen immer bei den Kabeln. Hier seht ihr, das ist wirklich ein dicker. Ja, das ist wirklich ein dicker Kabel, ein robuster Kabel. Also da sieht man schon, Magnat weiß, was sie machen. Ich hatte auch bei meinem Autoradio, bei meinem Golf 2 damals, hatte ich auch Magnatboxen hinten dran, ein Drei-Wege-System. Das hat auch schön gescheppert. Aber das ist jetzt schon Jahre her. War auch ein schönes Auto, Golf 2. Schön eckig, kantig. Oh, was ist denn hier alles drin? Ach, hier sind die Adapter drinne für die verschiedenen Länder. Also drei Stück. Deutschland, wo haben wir in Deutschland? Deutschland. Dann hier mit den Löchern hier, das ist Amerika. Ja, also weiß ich nicht, so ein Hightech-Land und hat so komische Stecker, die halt nur total wackelig sind. Da habe ich schon Dokus gesehen, wie oft da was abgebrannt ist oder so. Und das müsste England und Frankreich sein, hier mit diesen Dreier. Ja, und das ist dann halt schon ein bisschen was besser drinne. Das können wir dann erstmal wieder reinmachen. Und dann kommt das hier halt einfach ran. Daran, das werden wir nachher dann gleich machen. Und hier ist dann halt der Stecker, der dann halt ins Gerät kommt. Na komm. Brauche ich jetzt erstmal nicht aufpacken, das kennt man ja von vielen anderen Geräten. So, was haben wir denn hier noch Schönes mit bei? So, hier haben wir dann einmal ein Cinch mit bei. Zwei weiße, zwei rote. Ne, falsch rum. Weiß-rot. War nur falsch zusammen. Und da auch weiß-rot. Dann haben wir einen Klinke mit bei. Den könnt ihr dann praktisch drin machen in den Kasten. Und den anderen macht ihr dann in euer Handy. Und dann legt ihr das Handy dahin. Ihr könnt, glaube ich, auch per Bluetooth verbinden. Werden wir dann alle testen. Und dann könnt ihr dann ja, Musik praktisch darüber abspielen. Müsste ja auch nicht ein Handy sein. Kann ja auch Alexa sein oder sowas. Und dann haben wir hier noch einen USB-Anschluss. Ja, wie von alten Festplatten. Und da halt USB. Ob der jetzt für Strom ist oder dass man es am PC anschließen kann, weiß ich nicht. Da muss ich dann wirklich erstmal die Anleitung lesen. Und das ist halt für schönen Musikklang. Das ist jetzt keine Soundbar, die jetzt ein Dolby-Sound macht oder irgendwas dergleichen. Das ist halt wirklich ein, ja, würde ich sagen, Drei-Wege-System, weil Bass ist ja hinten. Und das ist dann halt für einen schönen Musikklang, also jetzt nicht Dolby. Ihr müsst jetzt nicht Dolby erwarten, vorne, links, hinten, rechts, irgendwas. Nee, das ist einfach nur für einen vernünftigen Musikklang und damit es scheppert und das ist, denke ich mal, für meine Musik dann gut geeignet, wenn ich da mit schönen Bass drin mache, links und rechts ein Lautsprecher, schön Stereo und dann gib ihm Kante, dann wird das schön rüberkommen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache nachher nochmal ein Video, jetzt wird die Zeit nämlich knapp, ich muss gleich meine Mutter holen, dann mache ich nachher nochmal ein Video, wie wir die dann, was hat mein Kater für Geräusche von sich, wie wir die denn aufbauen? Ich muss erstmal gucken, wo ich sie überhaupt hinstelle, weil platztechnisch bei mir gerade ein bisschen schwierig ist. Vielleicht stelle ich so hier oben Beete nebeneinander und den Kasten dann da unten hin und so. Muss ich mal gucken, weil da habe ich genug Steckdosen. Und geht mir eigentlich nur um satten Sound, wenn ich beim Putzen bin und so, dass ich hier wirklich schön,
schön meine Mucke hören kann. So, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefreut hat, lasst einen Daumen oben da. Wie gesagt, das war jetzt nur das Unboxing. Gucken wir mal, wie das erste Anschließen vonstatten geht. Ob das alles so schnell geht oder ob da kleine Tücken sind. Aber ich bei so einer Firma wie Magnat glaube ich nicht, dass da irgendwelche Tücken sind. Ja, also seid gespannt. Bis gleich. Ahoi. Sagt euer Odin.